Ja, hallo zu einem kurzen kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, mit meiner kleinen Videoserie Monty's Northern Legion bin ich ja gerade dabei, ein britisches Platoon aufzubauen für Chain of Command. Und auf diese Videos, beziehungsweise hat der Jens von Tabletop Generals mich mal angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, eine Kampagne mit ihm zu spielen. Und zwar ist das die Operation Martlet. Das sind, wie gesagt, zum einen die Briten, die ich dann spielen würde. Und Jens von den Tabletop Generals würde dann die Deutschen spielen. Und zwar geht es dort dann um die 12. SS, die gegen die Briten in der Nähe von Caen kämpfen. Das ist eine ganz coole Kampagne eigentlich. Und wie gesagt, ja, da hat er mich einfach angesprochen und gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm das zu spielen, diese Kampagne. Gesagt, ja klar, gerne. Da hat man auch immer noch so einen kleinen Ansporn, seine Sachen fertig zu machen und zu bemalen. Und ja, das Ganze wird ein bisschen längerer Prozess jetzt auch werden. Wir fangen ja jetzt dann auch erst an, beziehungsweise ich bin ja gerade erst dabei, diese Armee auszuheben. Der Jens müsste da auch noch mit anfangen, mit seiner Armee, dass die von Grund auf quasi erstellt wird. Und das dauert halt ein bisschen. Und als nächstes steht auch erstmal noch unsere andere Chain of Command Kampagne an mit dem Tabletop Basement in den Ardennen. Das geht ja jetzt auch los bald. Corona hat das ja ein bisschen nach hinten verzögern lassen, leider. Aber wir sind dran, dass das jetzt auch in den nächsten Tagen oder beziehungsweise in den nächsten Wochen dann auch endlich startet. Und wenn die Kampagne dann auch durch ist, dann würden wir dann theoretisch auch mit der nächsten Kampagne starten. Und zwar dann in der Normandie. Ja, das Ganze wird dann auch ein wenig hin und her laufen, das heißt, Jens von Tabletop Generals macht auf seinem Kanal dann wieder ein paar Videos zu seiner Truppe und auch Spielberichte und Spiele und natürlich hier dann auch, so dass man dann halt auf beiden Kanälen immer dann quasi auf dem aktuellen Stand sein wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Ich bin ja schon ein bisschen dabei bei meinen Briten. Das Ganze auszuheben. Der nächste Teil, Monty's Northern Legion, wird dann auch noch demnächst erscheinen. Da geht es dann primär um die Offiziere für die Charaktererstellung und so weiter. Das wird auch ein schöner Block werden, dass man da so ein bisschen Charakter reinbekommt. Aber, wie gesagt, das Ganze wird ein kleiner Kampagnenaufbau dann auch werden. Da hatten ja auch schon einige gefragt gehabt. Jetzt wird es auch mal Zeit für eine Kampagne, wenn man sowas langsam mal macht immer. Das stimmt. Und demnächst wird es dann hier einiges geben. Wie gesagt, erst ein Tabletop Basement, die Ardennen-Kampagne und dann kommt dann auch noch dazu mit den Tabletop Generals die Kampagne für die Normandie. Ja, das soll es auch schon erstmal für dieses Video gewesen sein. Nur, dass ihr erstmal so einen kleinen Überblick bekommt, was da so geplant ist und wie das Ganze ablaufen soll. Und ja, die nächsten Infos werden dann in Zukunft immer wieder folgen. Ja, von daher vielen Dank fürs Zuschauen und schaut doch mal bei Jens von Tabletop Generals vorbei. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Der hat auch schon einige Videos zu Chain of Command gemacht. Die spielen ja auch eine schöne Kampagne. Ich glaube aktuell viel Early War Geschichten, den Polenfeldzug und Frankreich. Ich glaube, jetzt beginnt den Frankreichfeldzug. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, wer das nicht schon kennt. Auch sehr informativ und interessant. Ja, das soll es schon gewesen sein. Wie gesagt, von daher in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.